hinkriegen werden. So, wo geht's denn weiter? Hier geht's weiter. Auf geht er zur Monorail-Station. Damit wir die verpestete Luft mal wieder hier auf Vordermann bringen. Einfach durchsprinten. Hier ist ja zum Glück niemand. Sehr schön. War ich hier schon? Nee, hier war ich noch gar nicht. Peng. There's always Peng. Ja, ja. Oh. Was ist los? Geht bloß weg von mir. Geht bloß weg von mir. Ist hier noch irgendwo was? Nein. So. Weiter geht's. Ab zu den Hydrokulturen. Kapitel 5. Tödliche Hingabe. Abgeschlossen. Yeah. So. Auf geht er. Kapitel 6. Incoming. Aber erst wird wie immer gespeichert. So. Gefahr für die Umwelt. Naja. Mann, 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 die Monorail ist so fucking fix. Das ist unglaublich, wie schnell die ist. Nicht so wie andere Eisenbahnen, wollte ich jetzt schon sagen. Das ist ja eindeutig eine Eisenbahn. Ja, bescheuert. Die Flora ist gesund und gedeiht und die verzehrbare Ernte hat mehr als erwartet abgeworfen. Ich wollte den Überschuss zur Kolonie bringen lassen, aber der Captain hat ein Flugverbot verhängt, mit dem ich ganz und gar nicht einverstanden bin. Alle wissen, dass es dort unten Probleme gibt und ihnen unseren Überschuss zu verweigern, wird daran auch nichts ändern. Ja, hier ist ein ganz schön großer Leichenberg, die ich jetzt alle erstmal kaputt mache. Nicht, dass dann da einer kommt und wir alle wiederbelebt. Da hätte ich jetzt nicht so viel Lust drauf. Obwohl, hier ist es so eng. Ich denke nicht, dass da einer kommen wird. So, hier nochmal das Klo. Was zum... What the fuck? Aus dem Klo rauskommen die gesprungen. Guck dir das an, die Schweine. Guck dir das an. Aus dem Klo raus attackieren sie mich. Absolute Unverschämtheit hier schon wieder. So, was ist denn hier los? Sind bloß ein paar Leichen, die zerstampft werden wollen. Springen da auch welche raus? Nee, diesmal nicht. Schade, was für Langweiler. So, Plasma-Energie, jawohl, für unseren Plasma-Cutter. So, weiter geht's. Guten Tag, jemand da? Nein, nur ein Aufzug. Dann benutzen wir den doch einfach mal. Auf geht er. Ich drehe mich im Kreis, weil ich's kann. So. Na los, komm schon. Was ist denn los? Wo fahren wir denn hin, Mann? Fahren wir bis auf die Erde zurück oder was ist los? Guten Tag. Oh, Pflanzen. Das sieht natürlich toll aus. What the fuck? Was war denn das jetzt? Bewässerungsphase eingeleitet. Ach so. Gießt ja bloß die Pflanzen. Alles cool, just cheap. Alles cool. So, schauen wir mal weiter. Hallo, lebst du noch? Ach, du bist kurz vorm Ersticken. Isaac, wie schön, Sie lebendig zu sehen. Nehmen Sie den Helm nicht ab. Die Luft ist faulig. Ich habe es gesehen. Es ist riesig. Sie werden es nicht glauben. Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt. Die Crew auf diesem Deck. Ich glaube, sie sind es, die die Luft hier verpesten. Sie werden transformiert. Ich habe einen von ihnen gesehen. Aufgedunsen, angeschwollen. Das sind Giftfabriken. Wir müssen sie ausschalten, solange wir noch atmen können. Okay. Ich dachte, sie wären tot. Gehen Sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist. In Ihrem Zustand sind Sie Isaac keine Hilfe. Isaac? Ja? Ich scanne jetzt den Sektor. Er hat recht. Da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager ab. Aber ich bekomme keinen guten Scan. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig. Okay, ja, ich bin vorsichtig. Aber Hammond war eh noch nie eine wirkliche Hilfe, also... Den kann man eigentlich getrost vergessen. So, weiter geht's. Lassen wir den armen Typen da zurück. Hallo. Oh, ein Shop, sehr schön. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare
Härte erreicht. Dann kannst du durchgehen und das Gift am Leviathan einsetzen. Okay, also erstmal kann man hier gar nichts machen außer speichern, aber vorher benutze ich den Shop. Oder ich gehe erst in diese Richtung und guck mal, ob man da was farmen kann. Was ist denn das für ein Raum? Anbaukammer Ost. Anbaukammer Ost. Ich sollte wohl froh sein, dass Hammett noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Markers. Nee, wir machen erst das Organisatorische. Erstmal einen Shop erledigen. Dann speichern und dann gehen wir da lang. Bevor wir irgendwas anderes machen, wird der Inventar erstmal wieder ausgemistet. Guck dir das an. Verkaufen, ja. Die ganze Fremdmunition brauchen wir ja nicht. Sehr schön. So, dann kaufen wir nochmal einen Energieknoten. Sehr schön. Tja. Hier geht's weiter. Dann gehen wir erst hier lang. Nach Ost müssen wir dann auch noch. Jetzt gehen wir erst in die Anbaukammer West. Weil uns die Missionsmarkierung da zuerst hinführt. What the fuck? Was ist denn das jetzt hier? Was gibt's hier? Guten Tag. Jemand da? Nein? Okay. Verschlossene Kisten. Mehr ist hier nicht. Das ist aber schade. Weiß nicht, ob das schädigend ist, das Zeug hier. Kann gut sein. Ich will es jetzt nicht unbedingt ausprobieren. Und hier ist zum Glück schon eine Werkbank. Aber sonst gar nichts. Benutzen wir mal die Werkbank. Schauen wir mal. Können wir... Ja, wir können sogar nochmal Lebensenergie erhöhen. Oder aber... Wir könnten Kapazität erhöhen. Oder die Nachladegeschwindigkeit. Oder das allgemeine Tempo vom Plasma-Cutter. Oder die Kapazität. Was wir alles machen könnten. Wir könnten eigentlich jetzt alles machen. Ja, ich werde die Kapazität wahrscheinlich erhöhen. Was heißt wahrscheinlich? Wir machen das, oder? Ja, ich erhöhe die Kapazität. Zack, fertig. Kapazität ist voll ausgerüstet. Voll aufgerüstet. Können wir durchstarten, jawohl. Wie viel Schuss haben wir jetzt drin? 20 Schuss, jawohl. Na, das ist doch geil. 20 Schuss ohne nachladen zu müssen. Ein Traum. Wow. Da will ich nicht reinlaufen. Wie gesagt, ich will es nicht testen, ob das schädlich ist. Aber hier ist ja zum Glück erstmal ein Lastenaufzug. Na, wen wundert's? Diese Aufzüge. Dead Space und seine Aufzüge. Oh. Guten Tag. Alles klar bei dir? Mein Plasma-Cutter tut ganz schön weh, ne? Tja, da brüllt er nicht mehr so viel rum wie vorhin, ne? So, weiter geht's. Wow, ist die Anbaukammer riesig. Die ist ja wirklich verdammt groß. So. Ich weiß noch nicht mal, wo wir genau hin müssen. Ich weiß, dass da ein Gegner ist. Zack, zack. So, da war ein Gegner. Jetzt aber hier. Fuck it, ich treffe ihn nicht. Den da hinten mit den scheiß Raketen. Der lebt auch noch. Kriecht auch noch am Boden entlang. Sau. So, du bist jetzt auch tot, oder? Jetzt bist du auf jeden Fall tot. Solche Schweine. Da haben sie mich jetzt ganz schön überrascht. Waren doch mehr als gedacht, die Gegner hier. Aber hatten dann natürlich doch keine Chance. Und ich steige eben nochmal auf den Kopf. Damit sie auch wirklich Bescheid wissen, was hier Sache ist. So, hier ist noch was auch immer drin. Hier ist ein Gegner auf jeden Fall drin. Den höre ich schon schnaufen. Wow. Das war eine kleine kurze Überraschung gerade von dir. Oh. Da ist auch noch einer. Das heißt einer. Wow. War das ein One-Shot? Ich glaube, das war ein One-Shot. Den habe ich gut weggefickt. So. Seid ihr auch wirklich alle tot? Mann, Mann, Mann. Da kommen sie auf einmal. What the fuck? Da ist ja noch einer.
sag mal, es hört ja gar nicht mehr auf. Oh fuck, jetzt habe ich Stase verbraucht, obwohl ich das... Obwohl der schon tot ist. Egal. Passiert. So, da wäre was zum Explodieren gewesen. Aber das konnte ich nicht sehen, das war einfach zu weit weg. So, schauen wir mal hier rein. Ne, hier müssen wir rein, da gehen wir jetzt noch nicht rein. Wir schauen uns erst komplett um. Zuführung. Jawohl, warum nicht? Dann machen wir das so einfach mal. So, den Aufzug benutze ich jetzt nicht. Wir schauen uns hier erst noch weiter um. Eventuell gibt es ja noch irgendwo was. Guck dir das an. Hier echt sau viel Munition liegt hier einfach eiskalt auf dem Boden. So, schauen wir hier noch rein. Guten Tag. Was bist du denn? Steig dir aufs Dach, du Zipfel. Bist du tot? Ich hoffe, du bist tot. Und du stehst auch nicht mehr auf. So. Was auch immer du gerade für ein Typ warst. Wow. Das tut weh, ne? So. Du Fettsack, du darfst dir doch da nicht so viel Anlauf nehmen, um auf mich zuzustürmen. Da habe ich ja viel zu viel Zeit, dich abzuknallen. Junge, Junge, also taktische Genies seid ihr nicht gerade. Da rollt ein Kopf. Oh, guck ihn dir an. Lass ein bisschen Fußball spielen. Zack. Und nochmal zack. Jawohl. So, wo war der Raum, wo wir rein sollten? Ich habe ja immer noch nicht das eigentliche Missionsziel erfüllt. Guten Tag. Ich weiß, dass hier ein Gegner ist. Da muss wieder so einer sein und wieder da sitzen. Jawohl, guck ihn dir an. Du stinkst hier alles voll, bist du behindert? Verreck doch einfach mal bitte. Dankeschön. Oh, versaust hier die ganze gute Luft. Du Schwein. Da müssen Gegner sein. Du Schwein, da müssen Gegner sein. Bloß wo? Da ist einer. Da sind... Ach so, das ist bloß so ein kleiner Hosenscheißer. Aber das war sicher nicht der letzte. Ich glaube, wir müssen zurück, oder? Nee, wir müssen nicht mal zurück. Wo müssen wir denn noch hin? Ich check ihn nicht. Wo? Was? Wo denn? I don't know. Wo soll ich denn hin? Was ist denn los? Ach so, die Nährstoffe jetzt, oder? Nee, den Aufzug müssen wir benutzen. Alles klar. Ja, da brüllt einer, aber ich fahre jetzt erstmal nach oben. Es geht aber irgendwie nicht. Warum auch immer. So. Du bist einer von den krasseren Gegnern. Aber du hältst trotzdem nicht genügend aus. Mein Plasma-Cutter ist halt einfach krass. So, der ist tot. Jetzt können wir nach oben fahren. Und zwar auf Ebene 2. Schauen wir mal, was auf Ebene 2 los ist. Achtung, bei der Atmosphärenauswertung wurden Giftgase registriert. Ein zuständiger Techniker wurde informiert. Ja, ich bin ja schon da. Ich bin der Techniker. So. Hier ist Ebene 2, sehr schön. Die Frage ist bloß, müssen wir... Ja, wir müssen auf Ebene 2 irgendwas erledigen. Was ist hier los? Wo geht's hier hin? Hier ist auf jeden Fall Geld. Und eine Speicherstation, jawohl. So, ja, wird überschrieben. Dankeschön. Wo geht's hier?